Gesten der Freude und der Erleichterung. Erst nach 12 Stunden und 4 Abstimmungen steht der Sieger fest. EU-Veteran Antonio Tajani übernimmt den Posten als Präsident des Europäischen Parlaments. Das war ein demokratischer Prozess. Ich werde der Präsident aller sein, alle Parlamentarier und Gruppen respektieren. Schon in den ersten 3 Abstimmungsrunden sicherte Tajani sich eine deutliche Führung vor dem Mitte-Links-Kandidaten Gianni Pittella. Bei 4. Votum dann die Überraschung, die liberale Fraktion unterstützt Tajani. Die Zeiten der großen Koalition mit den Sozialdemokraten sind damit vorbei. Manche sehen in der neuen Machtverteilung ein Erstarken der EU-Skeptiker. Seinen Wahlsieg hat Herr Tajani etwa 100 Unterstützern aus diesem Lager zu verdanken. Wenn das der Kern einer neuen politischen Allianz ist, dann ist das ein trüber Tag für das Parlament und die progressive Politik. Tajani tritt die Nachfolge von Martin Schulz an. In seiner 5-jährigen Amtszeit hatte der deutsche Sozialdemokrat aus dem Amt des Präsidenten einen einflussreichen Posten gemacht. Durch Tajanis Wahlsieg übernehmen die Konservativen die Spitzenämter in allen 3 zentralen EU-Institutionen, der Kommission, dem Rat und jetzt auch dem Europaparlament.